Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Let's Play Crackdown 3. Ich habe jetzt ganz brav, wie ich bin, wieder weiter grüne Kugeln gesammelt. Sowie auch die Dachrennen absolviert. Alle natürlich auf Gold, bis auf dieses hier, das kommt nachher noch. Und das Autorennen, das ist ja, ich weiß nicht, ob man das für später aufhebe oder... Ja, ob ich mich da mit Bronze und Silber auch zufrieden gebe. Aber das entscheide ich viel später. Jetzt kümmere ich mich mal da um die ganzen Chemieanlagen. Das heißt, diese Episode wird sich da jetzt wirklich nur um diese Chemiefelder drehen. Wenn sich's in einer Episode nicht ausgeht, werde ich den Rest offscreen fertig machen. Und in der nächsten Episode fange ich dann wieder hier mit der Bahnstation an. Denn ich vermute mal fast, dass nach dieser Bahnstation irgendwann oder nach dieser hier die KI auf uns zukommen wird. Denn wenn ich schaue, auf den Zielen, wo haben wir die KI? Die ist schon bei 80%, die ist schon richtig angepisst. Die wird früher oder später sicher sich blicken lassen. Doch vorerst kümmern wir uns mal darum, das Chemielager oder was auch immer das sein soll. Gleich hier. Mann, das erinnert mich an meine Kindheit. Okay. Das ist cool. Jetzt ist die Frage, komme ich da wirklich mit einem Sprung rüber von hier? Oh. Brenn du Sau. Genau so, hauen Sie weiter drauf. Oh, was bist denn du? Jackhammer! Also ich werde ja gleich ausprobieren. Ah, der Jackhammer. Dieses kleine Spielzeug feuert eine Schrotladung explosiver Projektile. Sie werden ihn lieben. Okay, das ist nicht das präziseste Teil. So, wo ist das nächste orangene Ziel, das ich abknallen muss? Weiter unten. Ziele auf jeden möglichen Schwachpunkt. Sieht aus, als... Sieht aus, als... Das System braucht genau den richtigen Druck. Zerstören Sie die Ventile... Na bitte, wieder ruckzuck. Pipeline-Steuerung außer Betrieb. Der Druck steigt, Agent. Und Nova bekommt ihn zu spüren. So, wo ist das nächste Ziel? Gleiche vis-à-vis. Perfekt, hätte ich mal gesagt. Uah, das wird sich ausgehen. Haha, cool. Okay. Dieser Bereich der Mine ist immer noch funktionstüchtig. Großer Knall für kleines Geld. Okay, 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 okay. Was muss ich hier machen? Was muss ich? Was wird das hier? Was soll ich hier? Erhöhe auf Bedrohungsstufe 2. Bedrohungsstufe steigt. Bereiten Sie sich auf schwere Industrieverstärkung vor. Du gehst Vargas wirklich auf die Nerven. Also wird sie es dir so unangenehm wie möglich machen. Ziel lokalisiert. Tötungsbefehl bestätigt. Oh shit. Hintere Bedrohung wird zu Industrieanlagen in der Nähe verfolgt. Mit eurem wertlosen Leben. Wow, mir gefällt diese Waffe. Nehme ich auch.
Arbeit, Agent. Maschine zerstört. Also Maschinerie. Diese Tunnelratte da leitet die Mine. Reza Khan. Tunnelratte? Ein neuer Boss oder wie? Zeig her. Khan leitet Novas Produktionsbetrieb. Und er ist sowas wie eine lebende Legende. Der einzige Überlebende von dutzenden Minenunglücken. Nur dank der Kraft von Chimera. Wenn Khan denkt, er braucht Chimera zum Überleben, wird er besonders stinkig sein, wenn wir seine gesamte Abbauausrüstung hochjagen. Okay, da kommen ja immer mehr dazu. Dann werden wir uns als nächstes gleich um dieses hier kümmern. Also gar nicht so weit weg sein. Leute gehorchen ihm aufs Wort. Ich sehe Truppen, die Maschinerie in der ganzen Anlage besetzen. Tötet den Agent! Schützt das Chimera! Ach Mensch. Industrieeinheiten brauchen mehr Feuerkraft bei den Agent. Unternehmensressourcen gefährdet. Rückzug und neue Befehle abwarten. Verfluchten Agent töten könnt, seid ihr wertlos. Okay. Der ist ja nicht zusammen mit der Button. Ach Mensch. Agent lokalisiert. Ausschalten. Wow. Das? Das ist ein Goliath. Industrie-Mac optimiert für maximale Zerstörung. Kaputt. Wenn der Buggy nach dem Kampf nicht nur noch Schrott ist, wäre das eine tolle Karre. Ja, der Buggy ist aber leider nur Schrott. So, alle Punkte eliminieren, nachmunitionieren. Sehr gut. Maschinerie zerstört. 2 von 7. Ja. Ich glaube, ich mache den ganz schön sauer, den Typen. Jetzt werde ich mich da wieder kurz zurückziehen. Haben wir da noch das Kugel? Muss natürlich sein. So. Da bin ich ja halbwegs sicher im Moment. Dann schauen wir, wo das nächste ist. Wieder geradeaus vor uns. Hier Nova Wacheinheit. Alle Einheiten, die Verfolgung abbrechen. Werde da kurz rüberhüpfen, zum Aufmunitionieren. Agency-Bedrohung lokalisiert. Alle Einheiten. Hey, da sind Industriedrohnen unterwegs. Jetzt. Komm schon. Das ist ein verstecktes Bällchen. Das will ich haben. Da sind noch einige schwere Maschinen zu schrotten. Fahr ans Werk. Fahrfähigkeit erhöht, okay. Aktive Agency-Bedrohung in der Anlage. Verstärkung rückt an, Agent. Unsere Scanner haben den Agent aufgespürt. Industrieangriffstrupp, Bedrohung neutralisiert. Wir haben die Agency-Bedrohung im Visier. Vorrücken. Ach kommt schon, Leute. Lass mich meinen Job machen. Sehr gut. Oh, wie das brennt! Thank you.
Nachladen, immer wichtig. So, sind sicher auf der anderen Seite auch welche, natürlich. Und jetzt? Wir haben immer noch Ziele in der Mine. Finden und erledigen wir sie. Unsere Scanner haben den Agent aufgespürt. Wir müssen die Angriffsdrohung neutralisieren. Wo sind diese Ziele? Achtung an alle Einheiten. Ziel ist in roter Zone. Wo sollen die restlichen Ziele sein, die ich kaputt machen muss? Verratet es mir! Das Teil kann ich ja nicht schießen. Die industrielle Abbauausrüstung verträgt einiges, Agent. Finden Sie den Schwachpunkt. Vielleicht von unten? Nein. Zerstöre die aktiven Maschinen. Nur so kannst du diese Anlage ausschalten. Aha, da unten war was. Also doch von unten. So. Sache erledigt. Zentrale Verarbeitungseinheit ist außer Betrieb. Ja, und dann geht's gleich weiter Richtung nächsten Objekt. Wo haben wir das? Machen wir dieses oder machen wir jenes? Ich würde mal sagen, wir kümmern sich um das da. Damit wir da wirklich eine schöne, saubere Linie haben. Ich sollte auch in die richtige Richtung rennen. Wow. Hallo? Ich orte Einheiten, die sich nähern. Wasserdrohnen. Die halten viel aus. Scheiße. Ich das nicht. Autsch, 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 autsch. Netter Einsatz von Pyrus, Agent. So, meine Lieben, was muss ich hier machen? Oh, da ist ein böser, großer. Oh shit. Wow. Das tat gar nicht hier gut. Hier muss es irgendetwas geben, um die Schmiedehämmer anzuhalten. Kranker Move, Agent. Echt krank. Ein paar Ärsche treten jetzt zurück, Agent. Sie sind zum Abschuss markiert. Verstärkung rückt näher. Ja, die Frage ist aber noch immer, was muss ich da kaputt machen? Agency-Bedrohung geortet. Da oben ja, irgendwas, okay. Zum Eliminieren bei Sichtkontakt. Na dann. Schauen wir sich das Ganze an. Los. Muss ich dich hacken da?
Okay, blaues Licht. Dieser Schmiedehammer ist offline und kann zerstört werden. Agent gesichtet. Sende Koordinaten an alle Truppenführer. Ach, geht das wirklich nur von vorne? Die Flugfaust, okay. Agent, jetzt sind Sie bereit, die Flugfaust einzusetzen. Laden Sie den Nahkampf auf, um Feinde zu Staub zu zermalmen. Wir verfolgen eine aktive Agency-Bedrohung. Vorrücken zu meinen Koordinaten. Stufe 2. Industrie-Elite-Einheiten entsenden. Gut. Lassen, Agent. Wie Sie das war jetzt schon ein bisschen herausfordernder, da die Ziele doch schön aufgeteilt waren. Tja, wir machen uns nicht gerade Freunde. Es ist die Agency. Ich habe auch nicht vor, mir Freunde zu machen. Von unserem Schatz. Jetzt reiß dich mal zusammen, Khan. Die Zukunft ist sicher, solange die Agency-Bedrohung ausgelöscht okay. wird. Also schütze die Mine und erhalte die Produktion aufrecht. Unsere Reserven sind noch lange nicht voll. Diese Kerle können gar nicht genug Chimäre anhäufen. Sie werden alles tun, um sie zu erwischen, Agent. Oh. Natürlich muss das Teil genau auf mir landen. Verschrotten Sie den Rest von Khans Ausrüstung. Bis hin zur letzten Ja, das habe ich eh vor. Keine Angst, das habe ich vor. Ich werde jetzt noch dieses jenes machen. Und dann muss ich es dann eigentlich eh schon wieder für diese Episode lassen. Weil sonst wären wir einfach wieder zu lange. Sei denn, das geht wirklich ruckzuck jetzt. Weil schon langsam weiß ich, oh, wo diese Teile sind, die ich treffen muss. Ja, das ging wirklich ruckzuck. Oh, man kann sogar überspringen halten, das ist sehr schön. So, liebe Leute, lasst mich da mal ganz kurz nur auf die Karte schauen. Sprengstofffähigkeit erhöht. Was heißt das? Raketenrampe freigeschalten. Okay. Ja, dann schnappt man sich das dann auch. Wollen Sie es jetzt so richtig krachen lassen? Ihre Sprengstoffkapazität wurde gerade erweitert. Ja, spuckt er seinen Schmarrn nach mir. Stirb. Du auch? So. Richten Sie Ihr Feuer auf die Chemietanks. Wir müssen diese Anlage stilllegen. Zerstören Sie alles. Jeden Tank. Burn, baby, burn! Stimmt die Chemie einfach. Wir haben die Agency-Bedrohung visiert. Vorrücken. Na komm, schmilzt. Oh, ok.
Okay. Jetzt muss ich da ein bisschen Gegner töten. Aus nächster Nähe. Eindämmungstanks feuern. Ich liebe den Geruch von Explosionen am Morgen. Alle Einheiten, Angriff. Ziele auf die Eindämmungstanks und Vorsicht vor giftigen Dämpfen. Na, ist ja schon erledigt. Und nun? War's das noch nicht? Was liegt denn da? Jackhammer. Unterwegs. Habe ich das jetzt nicht abgeschlossen? Oder wie? Agent lokalisiert. Ausschalten. Mein Chemielager oder spürt die Konsequenzen? Je länger diese Bude in Betrieb ist, desto größer werden unsere Probleme. Zerlegen Sie die Maschinen. Bin ich machen jetzt? Sie die Mine dicht. Ah, das sind tatsächlich noch Sachen. Aufmerksamkeit der Agency. So, das ist natürlich nicht geplant, aber so. Hey, da sind Industriedrohnen unterwegs. Na komm schon. Adieu. Weiter so. Je öfter du Novas Industriebetrieb angreifst, desto besser verstehen wir, wie er funktioniert. Was haben Sie da? Es war klar, dass das Netz die ganze Insel umfasst. Aber dass Chimera ungehindert direkt zum Industrieturm fließt, wussten wir nicht. Was für ein Süppchenbrotwagen ist da? Weiß ich noch nicht. Aber sicherlich kein gutes. Sehr gut. Da wird zwar immer noch ein bisschen herumballert. Wow. Eine Nobelpreisträgerin ist Katala Vargas ganz schön irre. Ich hab's gesagt. Ich hab's dir verflucht nochmal gesagt. Die Agency gibt nicht auf. Niemals. Sie kämpfen. Ich brauche dich im Vollbesitz deiner Kräfte, Katala. Unser Ziel ist in Reichweite. Ja. Pfeif drauf. Machen wir da noch schnell diese... Die Nein, machen wir nicht. Nehmen wir sie für nächstes Mal. Du kriegst Mach deine Waffen ein bisschen und die platt Welt alles. Wird leiden. Agent, Vargas verfügt über eine Menge giftiger Spielzeuge und anscheinend macht sie noch mehr. Passen Sie auf, aber lassen Sie nicht... Das habe ich nicht vor. Ich bin ja ein guter Böser, oder? Böser, guter? Ich weiß es jetzt gar nicht. Irrelevant, ich werde mich da jetzt aufmunitionieren. Zack. Und bereite mich schon langsam mental vor für den nächsten Kampf. Werd offscreen jetzt noch die restlichen Chemielager erledigen. Und in der nächsten Episode gehen wir es dann mit der Bahnstation an. Und dementsprechend auch mit dem nächsten Bezirk. Freue mich schon richtig drauf, wieder ein Propagandaturm. Ach, zwei Autorennen. Können Sie nicht Dachrennen einbauen? Das ist immer viel lieber. Irrelevant. Ich sage auf jeden Fall mal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir, weil es ist echt ein cooles Game. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, der den Game Pass hat. Und
Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.